Hallo Leute, DK hier mit einem neuen Guide zu XCOM 2. Heute zeige ich euch mein Klassenbild für den Grenadier. Grenadiere sind die Männer oder Frauen fürs Grobe. Mit dem dicken Geschütz machen sie große Löcher in Aliens und sprengen mit ihren Granaten, naja, allen möglichen Scheiß in die Luft. Aber irgendwelche Scheiße in die Luft springen und dicke Löcher irgendwo reinpumpen ist natürlich nicht alles, was Grenadiere können, denn tatsächlich sind sie bei richtiger Fähigkeitenverteilung und ordentlicher Nutzung richtig gute Assist-Soldaten. Deswegen zeige ich euch mal, welche Fähigkeiten ich hier bevorzuge. Bedenkt aber immer, alles was ich euch hier erkläre, gilt vor allem für das normale XCOM-Spiel. Auch wenn das gezeigte Bildmaterial hier XCOM 2 War of the Chosen ist, versuche ich euch die Sachen immer so zu erklären, wie ich sie im normalen Spiel nehmen würde. Legen wir also los. Wie immer fange ich mit dem Skill an, den ich nicht wähle, und erkläre ich euch natürlich, warum ich das nicht tue. Der Sprengschutz ist an sich gar nicht so schlecht, denn, naja, wir nehmen weniger Schaden, wenn wir den haben, und er gibt dem Grenadier einen Panzerungspunkt, was bedeutet, dass jeder gegnerische Angriff auch einen Schadenspunkt weniger verursacht. Warum ich den allerdings trotzdem nicht nehme, ist, es ist eine rein passive und defensive Fähigkeit, die mir so an sich im Kampf gegen die Aliens nichts bringt. Deswegen nehme ich Zerfetzen, weil das einer der besten Skills ist, den der Grenadier haben kann. Zerfetzen zerstört gegnerische Rüstungen, und zwar mit jedem Angriff. Es ist auch passiv, ihr müsst es nicht extra aktivieren und es hat keinen Cooldown. Jeder Angriff mit eurer Primärwaffe auf den Gegner wird Rüstung zerstören. Zu Beginn, also wenn ihr gerade die Corporal-Stufe mit dem Grenadier erreicht, braucht ihr das Ding noch gar nicht, weil ihr keine Gegner mit Rüstungen habt. Aber ab dem Midgame, wenn so ziemlich jeder Advent-Hansel mit Rüstungspunkten durch die Gegend rennt, ist das Ding quasi unverzichtbar. Deswegen immer Zerfetzen vor Sprengschutz. Auf der Sergeant-Stufe komme ich dann in eine Situation, wo ich eigentlich gar keinen der beiden Skills brauche. Sprengschuss! Naja, Sprengschuss verbraucht eine Menge Munition, zerstört nur Deckung und schädigt Gegner überhaupt nicht. Es verursacht gar keinen Schaden, deswegen frage ich mich, warum ich dieses Ding überhaupt nehmen sollte, denn dafür habe ich ja meine Granaten. Granaten verursachen nämlich immer Schaden, sie zerstören immer Rüstung und sie zerstören auch die Deckung. Außerdem verbrauche ich nicht so viel Munition, also was soll ich dann damit? Wenn ihr dieses Ding nehmt, bitte hört auf XCOM zu spielen. Ich meine das ernst, bitte spielt irgendwas anderes. Wirklich. Unterstützungsfeuer würde ich auch nicht so oft verwenden, aber es ist immer noch besser als Sprengschutz. Ihr feuert eine Salve ab auf einen bestimmten Gegner. Dieser wird dann niedergehalten, was bedeutet, er hat 50% Malus auf seine Zielsicherheit. Und sobald sich dieser Gegner dann bewegt, feuert ihr automatisch einen Reflexschuss ab. Das ist im Prinzip eine etwas genauere Version des Überwachungsmodus, also der Feuerschutz. Da ich den auch nur sehr selten einsetze, würde ich Unterstützungsfeuer nur in einer Situation wählen, in der ich nichts Besseres mit meinem Grenadier machen kann. Also eher Unterstützungsfeuer als Sprengschuss, auch wenn ich das fast gar nicht benutze. Lieutenant hat dann wieder zwei Talente, die ich recht gut finde. Warum ich schwere Geschütze nicht nehme, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall, schwere Geschütze sorgt einfach nur dafür, dass ich die Granate im Granatenplatz zweifach verwenden kann. Ich habe also dann sozusagen drei Granaten statt nur zwei mit meinem Grenadier zur Verfügung. Also eigentlich spricht nicht viel dagegen, dieses Ding nicht zu nehmen, wäre dann nicht Holo-Targeting. Zu Deutsch Holo-Zielen. Eine der ja auch wieder besten Skills, die man haben kann. Denn mit jedem Schuss, selbst wenn ich nicht treffe, belegt mein Grenadier den betreffenden Gegner mit einem Holo-Ziel. Ihr kennt das dann an einer blauen, rautenförmigen Markierung, die auf ihm liegt. Und jeder eurer Soldaten, der danach auf diesen Gegner feuert, bekommt plus 15 auf seine Zielsicherheit. Und das macht dieses Ding überaus wertvoll, vor allem in Situationen, wo ihr einen besonders starken Gegner habt, bei dem ihr vielleicht mit all euren Leuten drauf müsst und euch keine Fehlschüsse erlauben könnt. Da kommt dieses Ding wirklich zum Tragen. Ihr solltet Holo-Zielen immer verwenden. Hier in diesem Fall, da ich aber XCOM 2 War of the Chosen spiele
und das Trainingszentrum habe, konnte ich anschließend Schwergeschütze auch noch nachkaufen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch dann in einem Video über die AP und über das Trainingszentrum. Der Captain-Rang hat den Kettenschuss und die explosive Mischung. Hier auch wieder beide Skills ziemlich gut. Ich entscheide mich aber immer für den Kettenschuss, denn die explosive Mischung, die verstärkt meine Granaten. Also haben meine Granaten plus 2 Punkte zusätzlichen Schaden. An und für sich gut, weil mein Grenadier aber hauptsächlich ein Assist-Soldat wird, ist Kettenschuss hier für mich das Ding der Wahl. Denn ich muss zwar mit einem Malus von 15 Leben auf meine Zielsicherheit, dafür werden aber 2 Schuss abgegeben. Natürlich muss der erste treffen, damit die zweite Salve reingeht, was aber bedeutet, bei schweren Gegnern wie beispielsweise einem Sektorpod, der ja schon gepanzert ist und der auch eine Menge HP hat, ist das gar nicht mal so schlecht. Deswegen auch hier Kettenschuss. Salve und Schusshagel. Da ist ganz klar, ich nehme auf jeden Fall den Schusshagel. Die Salve bewirkt einfach nur, dass ich, wenn ich mit einer Granate starte, ich die Runde nicht beende. Ich kann also danach noch irgendwas anderes machen. Der Schusshagel wiederum, das steht schon da, entfache einen Kugelhagel, der dein Ziel garantiert trifft. Also ich mache garantierten Schaden. Das ist mir auch diese horrende Menge an Munition wert, die ich da rausschieße. Garantierter Schaden ist genau das, was ich will. Deswegen auf jeden Fall Schusshagel. Der Colonel-Rang schließlich gibt mir 2 Fähigkeiten, bei denen ich gerne beide nehme. Es ist allerdings eher situationsabhängig, welche davon mir eher gelegen kommt. Der Bereichsbeschuss ist klar, ich werde ziemlich viel Munition dafür verbrauchen. Aber alle, die sich im kegelförmigen Zielbereich befinden, werden getroffen. Ich verbrauche eine Menge Munition und es wird sogar zwischendurch Deckung zerstört. Warum ich aber trotzdem eher zu Ruptur neigen würde, ist, weil es mir lieber ist, einen Gegner gezielt anzugreifen und dadurch dann vielleicht denjenigen, der mich gerade am meisten erschreckt, vor dem ich gerade die meiste Angst habe, umzulegen, anstatt vielleicht nur mehrere Gegner gerade so zu verletzen. Deswegen lieber Ruptur noch vor Bereichsbeschuss. Wenn es um die Waffenmodifikation für den Grenadier geht, ist die Wahl sehr einfach, denn er kommt von Haus aus mit 2 großen Defiziten, die wir ausgleichen müssen für unsere recht aggressive Spielweise. Das ist zum einen das beste Zielfernrohr, was ihr aktuell immer habt. Gebt es eurem Grenadier, verwendet es nicht für den Sniper oder für sonst wem, immer dem Grenadier geben, denn der hat eine eigentlich sehr miese Zielgenauigkeit. Auch die Magazinerweiterung sollte eine der besseren sein, denn von Haus aus hat seine Waffe immer nur 3 Schuss im Magazin, was bedeutet, dass ihr dann vielleicht in einem schlechten Moment nachladen müsst. Habt ihr keine Magazinerweiterung, nehmt ihr einen Automatiklader. Dadurch könnt ihr zumindest kostenlos nachladen. Anmerkung hier ist, im normalen XCOM ohne War of the Chosen habt ihr nur 2 Erweiterungsplätze. In War of the Chosen, hier in dieser Kampagne, hatte ich jetzt das Glück, noch den 3. für meine Waffen freizuschalten und könnte hier jetzt noch irgendetwas anderes nehmen. Wahrscheinlich auch ein Automatiklader oder so. Aber wichtig, Zielfernrohre immer die besten und nach Möglichkeit wirklich gute, wenn nicht sogar auch die besten Erweiterungen für die Magazine. Damit macht ihr nichts falsch. Zur PKS, also der persönlichen Kampfsimulation, kann ich euch hier leider kein Bild zeigen. Denn ich habe in keinem meiner Spielstände eine entsprechende gefunden. Ich würde aber dem Grenadier in jedem Fall Perception geben, also zu Deutsch Wahrnehmung, denn die gibt euch nochmal einen Bonus auf die Zielsicherheit, und zwar je nach Stufe unterschiedlich hoch. Die Grundstufe, also die normale, gibt euch schon einen 4-6 Bonus, auf Fortgeschritten einen 7-10 und auf der überragenden sogar 12-16, was ziemlich viel ist. Ihr solltet also auf jeden Fall Wahrnehmung wählen. Und falls ihr keine habt, dann zumindest etwas, was die Mobilität erhöht, so dass der Grenadier einige Felder weiterlaufen kann. Kommen wir nun zu guter Letzt noch zum Loadout für eure Grenadiere. Hier ist die Sache ganz klar. Splittergranaten, beziehungsweise nach dem Upgrade dann die Plasmagranaten. Einfach weil die immer Schaden am Gegner verursachen, weil sie immer seine Rüstung zerstören
und weil sie auch immer Deckung zerstören. Es sei denn, es sind diese unzerstörbaren Umgebungsobjekte, die es ab und zu mal gibt. Die einzige Ausnahme, die ich sonst auch noch sehr, sehr gerne verwende, ist eben die Säurebombe bzw. Säuregranate. Denn die deckt sich in allen Schadenswerten mit der Standardgranate, verursacht aber erstens ein Damage Overtime, das heißt zwei oder sogar drei Runden anschließend verliert der Gegner auch jeweils noch ein oder zwei Punkte. Und sie zerstört mehr Rüstungen als die Plasmagranate. Der Nachteil ist aber dann, dass sie leider die Deckung nicht mit zerstört. Deswegen steht sie für mich immer noch auf dem zweiten Platz. Ihr könnt auch alle anderen Granaten getrost verwenden, die sind nämlich auch sehr, sehr solide, aber eher situationsabhängig und deswegen eher so für kleine Experimente zwischendurch. Bei der Munition ist die Sache ganz klar. Anfangs, wenn ihr das Glück habt, die Suchgeschosse zu bekommen, gebt sie ruhig eurem Grenadier, denn sie verbessern die Zielwahrscheinlichkeit. Sobald ihr aber Bluescreen habt, immer, wirklich immer Bluescreen mitnehmen, denn wie ihr da oben seht, Bluescreen verursacht bei Robotern 5 Bonusschaden und das ist äußerst wertvoll, vor allem ab dem Midgame, sobald die härteren Gegner nämlich alle maschinell sind, ob es jetzt die Advent Mech sind, das Andromedon oder dieser verfluchte Sectopod. Ein gut ausgebildeter Grenadier mit Bluescreen kann im Zusammenspiel mit dem Zerfetzen und dem Holo-Targeting schon mal ein Drittel bis zur Hälfte der HP eines schweren Gegners wegnehmen, so dass die nachfolgenden Teamkameraden ein leichtes Spiel mit ihm haben. All das, was ich euch jetzt hier in diesem Guide erklärt habe, macht den Grenadier zu einem hervorragenden Assist-Soldaten, auf den ich niemals verzichten würde. Ich könnte meinen Scharfschützen zu Hause lassen und selbst den Specialisten muss ich nicht immer dabei haben. Zusammen mit dem Ranger ist aber ein guter Grenadier der absolute Grundstock für meinen Trupp. Ja, und falls dieser Guide dann jetzt für euch hilfreich war und euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen nach oben gereckten Daumen von euch sehr, sehr freuen. Schreibt mir auch in den Kommentaren, was ich vielleicht an diesen Guides noch verbessern kann, denn das ist ja mein Ziel, ich möchte ja besser werden als YouTuber. Und abonniert bitte meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Genauso hilft es mir, wenn ihr das mit Freunden teilt. Ansonsten bedanke ich mich jetzt dafür, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Guide wieder mit dabei. Bis dahin, euer DK.